Ja, hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Saro Vloggt. Ja, ich schnapp mir immer da schön brav die Flyer, pack sie da unten hin. Mittlerweile habe ich da unten so einen kleinen Stapel. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Runde Saro Vloggt, wie bereits gesagt. Ich habe ein paar Flohmarktfunde und ein bisschen was über eBay, was ich euch heute nicht vorenthalten möchte. Und da ich ja gesagt habe, ich möchte das Format ein bisschen kürzer und kleiner halten, liegt da jetzt auch nicht ganz so viel. Aber der Flohmarkt letzte Woche hat sich ausnahmsweise mal wieder ein bisschen gelohnt. Nicht lang schnacken, Kopf in Nacken. Nein, wir legen los mit dem unspektakulärsten Fund des Tages. Und zwar habe ich gefunden ein Hörbuch von Harry Potter oder zu Harry Potter und der Halbblutprinz, gelesen von Rufus Beck. Sind die, soweit ich weiß, alle. Sehr, sehr angenehme Erzählstimme. Und wenn man so ein Ding hier findet für 7 Euro, die Dame ursprünglich wollte, war es mir zu teuer. Aber für 4 Euro, für die ich es dann nachher mitgenommen habe, fand ich es voll und ganz in Ordnung. Irgendjemand wird sich drüber freuen, wenn ich das Ganze dann mal gehört habe. Ja, das Ganze kommt auf 22 CDs, also bei den Dingen hier müsst ihr immer ordentlich durchzählen, ob dann tatsächlich auch alles dabei ist. Meistens steht es dann aber auch hinten drauf, da oben, wie viele CDs da tatsächlich drin sind. Und ja, ist jetzt tatsächlich auch das erste, was ich in dieser Art Pappbox habe. Die meisten habe ich dann einfach nur in diesen ganz normalen Jewel Cases, wo dann ursprünglich mal so ein Pappschuber drumherum war. Den Pappschuber, den habe ich aber meistens nicht mehr. Ja, Nummer 3 in meiner Sammlung tatsächlich. So, dann ging es weiter an dem Tag mit einem leider nicht ganz so tollen Fund, weil da war eine Dame, bei der waren Jörg und ich dann direkt am Stand und haben geguckt und die hatte wirklich so einen Stapel PS3-Spielen. Da war auch sehr, sehr viel Interessantes dabei. Ja, wenn da nicht die Hälfte bis drei Viertel der Hüllen leer gewesen wäre. Schöner Käse. Ja, nichtsdestotrotz habe ich dann unter den zwei, drei Spielen, die dann da tatsächlich mit Hülle waren, mit CD waren, noch was gefunden. Das hat sich auch relativ gut gelohnt hier. Und zwar in Harry Potter, wieder mal Harry Potter, und die Heiligtümer des Todes Teil 1 für die PS3. Ja, Leute, wenn ihr Harry Potter-Teile für die PS3, ach cool, für die PS3 irgendwo auf dem Flohmarkt findet, nehmt die mit. Bis zu 10 Euro kann man die Dinge ohne weiteres mitnehmen. Ich glaube, der günstigste Teil ist nicht die Heiligtümer des Todes, den habe ich hier in der Hand. Der Orden des Phönix, und der geht schon für irgendwas zwischen 15 und 20 Euro weg. Die Heiligtümer des Todes und der davor, ich glaube, der Halbblutprinz war das, liegen im Schnitt so zwischen 20 und 25 Euro. Und das ist doch schon ordentlich für Movie-Adaptionen. Ja, und hier, wie gesagt, alles drin. Disc in sehr, sehr schönem Zustand. Jede Menge Lego-Games noch mit auf dem Lot und die waren tatsächlich alle leer. Und ich glaube, noch ein anderes Harry Potter-Spiel, was leider auch leer war. Und was ich gerade gesehen habe, was ich hier so reingelinst habe, da ist noch was drin. Und zwar Grand Theft Auto Vice City in der Platinum für die PS2. Wie auch immer das da reinkommt, super geil. Ja, kleine Überraschung nebenbei. Sehr, sehr cool. Mitgenommen für, ich meine, 4 Euro. War in Ordnung. Dann ging das Ganze weiter und da habe ich einen kleinen, naja, Jörg hatte den First Pick. Ich habe ihm sogar vorher noch eine Kleinigkeit da weggeschnappt, weil, so, und jetzt kommt's, ganz, ganz kuriose Geschichte. Jörg hat frühs gefragt, habt ihr was dabei? Und die Leute haben gesagt, ja, ja, wir müssen es nur nachher am Auto holen. Aber sie haben den First Pick, ne? Also sie dürfen als Erster dran, wir stellen es dann hinter den Stand. So, wir unsere Runden gedreht, ich dann zwischenzeitlich auch mal nachgefragt, wusste, dass der Jörg da seinen First Pick hat. Wir gehen quasi in Richtung diesem Stand und Jörg bleibt einen Stand vorher stehen und findet irgendein Gamecube-Spiel, irgendein Kappes hier, Dojin, The Giant oder sonst irgendwas. Und ich sehe nur, wie quasi so auf dem Weg zu diesem Stand, wo er gefragt hatte, so ein bekannter Händler halt eben dann so hintingelt und ich halt eben so gedacht, ach du Scheiße, schnell an dem vorbei geguckt und einfach nur zwei Sachen gegriffen, gesagt, hier, was wollt ihr haben? Okay, hier habt ihr, und mitgenommen. Und Jörg kommt auf mich zu und guckt mich an und sagt nur,
das fand ich jetzt nicht so nett. Da sag ich, pass auf, und du kriegst es für genau die gleiche Kohle. Ich wollte nur nicht, dass der Kerl das da absahnt. So. Ja. Genau aus diesem Lot entstand nämlich tatsächlich ein Pokémon Soul Silver, was ich dem Jörg dann für den Einkaufspreis gegeben habe, sowie ein Game Boy Advance SP 001 in sehr schönem Zustand eigentlich. Gut, die Faceplate ist wieder mal relativ, ja, obwohl noch in Ordnung, aber jetzt halt eben trotzdem bespielt, genauso wie hinten auch. Und ich hatte den hier sowie das Pokémon Soul Silver für 20 Euro mitgenommen. Ich habe die zwei Sachen genommen, habe gesagt, hier Jungs, seid ihr mit 20 einverstanden, ohne großartig nach einem Preis zu fragen. Die sagten, jo, reinraffen raus, und bin dann noch eine Runde gelaufen. So, was ich ultra interessant fand, war, dass dieser Händler tatsächlich dann an dem Stand nicht weiter geguckt hat, scheinbar, weil ich da vorher dran war, und Jörg da einfach nochmal 5 lose Pokémon-Module für den Nintendo DS abgesahnt hat. Hey, gut. Ja, hab dann zu Jörg gesagt, hier, du kannst die beiden Sachen gerne haben, war First Pick, gar kein Problem. Und er meinte dann nur so, nö, den AGS, da habe ich eh kein großes Interesse dran, hier komm, das Soul Silver, das suche ich eh schon eine Ewigkeit, hier hast du 15 Euro, geil. Und dementsprechend habe ich jetzt, danke nochmal Jörg, den hier für einen Fünfer abgetreten bekommen vom Jörg, von dem Lot. Und dann nachher sind wir nochmal bei den Jungs vorbei und haben tatsächlich noch ein, zwei Kleinigkeiten gefunden. Bei zwei Sachen hier bin ich mir sehr, sehr sicher, dass ich sie bei denen gefunden habe, weil wir laufen weiter und gucken in das Soul Silver rein, es ist kein Spiel drin. Ich schon so, ach du Scheiße, kein Pokéwalker, kein Spiel, sondern nur die Papppackung sowie die Hülle halt und das Inlay für den Pokéwalker. Und ich schon so, oje, oje, okay, nochmal zu denen hingegangen, da haben sie schon gesagt, ja, wir haben da noch ein bisschen was gefunden, und da haben wir natürlich dann das Spiel bekommen. Und das haben sie auch noch gefunden gehabt, und zwar eine Pokémon Platin Edition, für die ich meine ich 4 Euro bezahlt habe. Super. Dann habe ich da noch ein Animal Crossing für den Nintendo DS mitgenommen, komplett. Ich meine zumindest, es war von dem Stand, ich meine für zusammen 7 hätte ich bezahlt, wenn mich nicht alles täuscht, 7 oder 8. Und nach noch einer weiteren Runde habe ich dann bei denen geguckt und sehe dann so ein Game Boy Color Spiel, was ich vorher irgendwie übersehen hatte. Micro Machines 1 and 2 Twin Turbo. Noch nie gesehen, das Ding. Und ich fand das Micro Machines Spiel für den Nintendo Game Boy, also für den alten grauen Kasten, früher richtig, richtig cool. Und da habe ich mir gedacht, komm, nimmst du auch mal mit. Ja, und das habe ich dann, glaube ich, auch nochmal für 3. Also ich sag einfach mal hier, das zusammen irgendwas zwischen 10 und 12 Euro war voll und ganz in Ordnung. Allein das Pokémon bringt da schon mehr. Und vielleicht habe ich davon sogar noch eine Hülle. Muss ich mal gucken. Jo, dann kommt gar nicht mehr so viel. Noch eine Kleinigkeit, wo wir auch wieder beide quasi zeitgleich an dem Lot dran waren. Jörg meint, okay, ich nehme das, das und das. Willst du das hier nicht haben, weil ich schon gesagt habe, hier Eintauschliste, GameStop, Minecraft, immer schön brav zu mir. Da sagt er, ja, okay, komm. Ja, wir haben dann gebundelt, 3 Spiele für 12 Euro, und ich habe das hier für 4 mitgenommen. Sieht aber halt eben auch echt aus wie Arsch. Ja, das Ding, das ist wellig, das ist used, das ist, naja, bedatscht, nicht verkratzt zum Glück. Ja, das kriegt von mir aus noch eine nicht ganz so schrabbelige Hülle verpasst, und dann kann das auf die GameStop-Eintauschliste. Ebenfalls genauso wie das Animal Crossing, weil das Ding ist da auch momentan drauf. Dann gebe ich das Minecraft für 4, das Animal Crossing, ich sage einfach mal auch für 4, insgesamt 8 Euro bezahlt, gebe ich die beiden ab, lege 10 drauf und kann mir ein neues Spiel vorbestellen. Und ich wollte mir, lass mal kurz überlegen, ich meine, es wäre Red Dead Redemption 2, das ist aber noch nicht drauf. Es gab noch eins, ach ja genau, Lego DC Villains, wollte ich mir auch noch vorbestellen. Für 18 Euro ein futsch neues Lego-Spiel, da kannst du nicht nein sagen, also ich zumindest nicht. Ja, so viel zum Thema erfolgreicher Tag. Eigentlich schon so mit dem Tag abgeschlossen, Jörg und ich schon Kaffee Numero Uno. Ich rede einen Käse, Kaffee Nummer Dos. Uno hatten wir vorher schon hinter uns, und Palaver, 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 Palaver. Komm, wir gehen noch eine Runde. Okay, baut noch eine Frau auf. Haben sie was an Krempel dabei? So Nintendo-Sachen oder sowas? Ja, da habe ich was. Und sie packte DS-Krempel aus und ein DSi.
und ein paar 3DS-Spiele und meinte so, ja, die laufen da drauf. Und na, wollte eigentlich für den ganzen Lot 40 Euro haben. Der DSi sah auch sehr, sehr gut aus, aber ich habe so viele Geräte da hinten liegen mittlerweile, das ist unmenschlich. Habe mir dann aber zwei von den 3DS-Spielen rausgesucht. Und zwar einmal Nintendogs and Cats, Zwergpudel. Jo, ist jetzt nicht der berühmteste Titel, aber sehr solide. Und New Style Boutique 3, Styling Star. Auch für den 3DS. So, bei dem Ding hier, da habe ich nur mal von gehört, dass das relativ preisstabil sein soll. Ist auch, glaube ich, noch nicht, gar nicht so extrem alt. Ne, ist von 2017. Ja, die beiden Spiele und auf die Frage hin, was sie denn kosten sollen, sagte sie, ja, das Stück 2 Euro. Und da habe ich ihr dann anstandslos die 4 Euro in die Hand gedrückt für die beiden Spiele und bin meiner Wege. Und habe damit einen ziemlich guten Deal gemacht, musste ich im Nachhinein feststellen, weil das New Style Boutique 3 liegt, glaube ich, immer noch so bei 15 bis 25 Euro, wenn man das gebraucht kaufen möchte. Das hier, das geht nicht ganz so teuer, ich glaube, das liegt irgendwo zwischen 5 und 10 Euro. Aber immerhin, für 2 Euro kann man da echt nicht meckern. So, und jetzt habe ich es oft genug auf und zu gemacht, ich lege es jetzt einfach mal beiseite. Jawohl, das war's von diesem Flohmarkt tatsächlich. Tutti, kompletti. Aber, ich habe was bekommen. Leute, endlich mal wieder eine Addition für meine Vita-Sammlung. Ja, und zwar habe ich bei foryoutoplay.de oder foryoutoplay.com, ist ja auch egal, habe ich im April, merke auf, das ist fast 5 Monate her, eine Bestellung getätigt. Da stand voraussichtlich versandfertig in 10 Tagen. Es nahte Ende April, voraussichtlich kam eine E-Mail, ne? Lieferterminänderung Ende Mai. Ja, gut, die brauchen ein bisschen länger. Ende Mai kam Lieferterminänderung Ende Juni. Ende Juni kam Ende Juli kam Ende August kam Ende September. Jetzt hatte ich die Schnauze voll. Hab nämlich bestellt bei denen Danganronpa V3. Killing Harmony. Leute, das ist echt nicht leicht zu finden, dieses Ding. Das Teil hier komplettiert jetzt tatsächlich meine Danganronpa Serie für die Vita, die ich hier hinter mir stehen habe. Mehr Teile von Danganronpa fehlen mir nicht mehr. Ich habe das in freier Wildbahn noch nicht gesehen. Ich hätte mir jetzt tatsächlich sogar die Peggy-Version bestellt, weil die einen Ticken günstiger war als da alles, was ich sonst so im Netz gefunden habe. Die lag nämlich eigentlich bei 33 Euro plus Versand. Also so um die 36 wäre ich dann da, glaube ich, rausgekommen. Ja, und habe dann hier den netten eBay-Seller, Privatverkäufer, gefunden und habe den angetextet, weil er einen Preisvorschlag drin hatte. Und habe dann gemeint, hier können wir uns nicht auf 30 inklusive Versand einigen. Hat mich schon gewundert, weil von eBay meistens solche Sachen dann sofort geflaggt werden oder als Spam irgendwie. Und dann kriegt man sofort eine böse Benachrichtigung, bitte keine Preisabsprachen über die Inbox oder sonst irgendwas, weil die Schiss davor haben, dass es dann doch außerhalb von eBay verkauft wird und die dann natürlich keine Provision bekommen. Ja, hat aber alles funktioniert. Er ist sofort drauf eingegangen, fand ich super, super nett. Und ja, ich habe dann im Endeffekt das Ding hier für 30 Euro inklusive Versand bekommen. Fand ich absolut geil. Ja, das ist jetzt tatsächlich... Ja, einer der letzten 10. Dadurch, dass da momentan so ein bisschen Schwankungen in der Vita-Bibliothek sind, es kommt jetzt noch Punchline demnächst auf den Markt, dann kommt noch The Long Reach von Signature Edition Games und das war's dann so langsam, zumindest was die PAL Exclusives anging. Also kann man dann im Endeffekt nur noch auf die Jungs von Strictly Limited hoffen, dass da noch ein bisschen was kommt. Aber dann war es das so langsam dann auch. Weil auch bei Signature Edition Games sind schon ein, zwei Sachen gecancelt worden. Das habe ich mitbekommen. Unter anderem The Coma Recut. Das sollte nicht nur für die Switch rauskommen, sondern ursprünglich tatsächlich auch für die Vita. Und das war vielleicht, na, ich glaube 2 oder 3 Monate war das auf der Seite gelistet, als bald als Pre-Order. Und dann war es auf einmal weg. Und dementsprechend gehe ich davon aus, dass das fort ist. Und ja, ein bisschen schade drum, aber was will man machen? Und ja, also, das Ding hier, absolut geil.
Die Tage kommen noch ein paar Vita-Spiele. Freut euch drauf. Da wird es noch sehr, sehr interessant. Ich kriege ein kleines Päckchen aus UK, falls das tatsächlich hier ankommt. Da hat eine in der PSP- und Vita-Sammlergruppe richtig gute Preise gehabt. Unter anderem bekomme ich höchstwahrscheinlich, also wenn es denn ankommt, eins der seltensten Sportspiele für die Vita. Sowie noch eine kleine Addition. Jetzt muss ich ganz kurz überlegen. Naja, lasst euch einfach überraschen. Bevor ich jetzt zu viel verrate, lasst euch überraschen. So, das kommt in die Abteilung D, wie Danganronpa. Ich freue mir, ein Loch in den Bauch. Bald ist es geschafft. Ich halte euch auf dem Laufenden und sage einfach jetzt mal an dieser Stelle, macht's gut. Viel Spaß beim Handeln, viel Spaß auf Flohmärkten. Lange dauert die Saison ja leider nicht mehr. Und ja, haltet die Ohren steif. Ciao.